Ja, guten Tag, ich bin Hanna Leifer, Schülerreporterin vom Gymnasium Hornbad-Meinberg. Ich gehe im Moment in die Q1 und wir machen heute Interviews zum Thema Klima und ich. Hier habe ich gerade Markus Tenkhoff von der Agentur Get People. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor. Ja, ich bin der Geschäftsführer von Get People. Wir haben das Format entwickelt, freuen uns, dass wir heute hier sind. Und Hanna, was hast du auf dem Herzen? Wie lautet die Frage? Erstmal ganz spontan, was denken Sie zu dem Begriff Klima und ich? Ja, ich glaube, das ist das Thema, was durch Greta Thunberg jetzt endlich da ist, wo es hingehört. Es ist ja etwas, wo wir im Augenblick wirklich eine Entscheidung fällen, unsere Gesellschaft, unsere Erdgesellschaft, ob wir den Treibhauseffekt ignorieren und so weitermachen oder ob wir sagen, das Risiko 2 oder 3 Grad mit den verbundenen Flüchtlingsbewegungen nehmen wir in Kauf bzw. dämmen wir durch Klimaschutzmaßnahmen ein. Das sind so meine ersten Gedanken. Genau. Und was denken Sie jetzt zum Beispiel zu der Podiumsdiskussion, die Schüler dann gehalten haben? Ja, ich habe die ja bei der Generalprobe erlebt und muss sagen, Gymnasium Hornbad-Meinberg, Doktoren in der Schulleitung, entsprechend hohe Erwartungshaltung, also clevere Schüler, demokratisch, mündig und die werden hier nicht nur angenehme Themen besprechen und warme Luft erzeugen, das machen die hier nicht. Denken Sie denn, dass es wichtig ist, so aktiv in Schulen auf die Schüler zuzugehen und dieses Thema quasi zu besprechen? Hanna, ein bisschen Hochform. Hanna, erstmal ein bisschen Hochform. Also Hanna kann auch gleich beim Fernsehen anfangen. Also wir haben natürlich Erfahrungswerte. Das ist jetzt die 4. Schule und ich habe in 2 Schulen festgestellt, dass eigentlich gar keiner im Thema ist. Bis auf die Moderatoren oder die Talkgäste. Und von daher ist ja ein immenser Aufklärungsbedarf. Ja, ich spreche jetzt nochmal abschließend mit Herrn Tenkhoff. Der Klimagipfel ist jetzt quasi beendet. Wir haben jetzt quasi noch eine kurze Feedbackrunde gemacht. Sind Sie zufrieden mit dem Endergebnis? Also ich finde das Endergebnis, die Diskussionsrunde gerade nochmal, also die Nachbesprechung mit euch allen, mit den Lehrern, mit unserem Hauptförderer Energieagentur und euch, so klasse, dass da wirklich, glaube ich, noch was Größeres draus werden wird. Das war ja heute Startschuss. Ja, genau. Sie haben ja schon erwähnt, das erste Mal, als Sie dieses Projekt quasi durchgeführt haben, damals noch natürlich in einem anderen Rahmen, war 2012, wo Sie quasi in Bremerhaven, meine ich. In Bremen. Multiplex-Kino. Ja, genau, wo Sie da quasi damit angefangen haben. Was hat sich denn in der Vorangehensweise in den Jahren jetzt verändert? Also immer mehr Schülerbeteiligung und dieses Jahr der Riesensprung nach vorne, wo wir jetzt Schülervorträge, Schülerreporter, Schüler-Talkrunden, Schüler-Videos, Schülerproduktionen haben. Der Anteil der Schülerbeteiligung ist so groß und das hängt einfach damit zusammen, weil ihr einfach super drauf seid. Ja. Ich glaube, die Erwachsenen haben euch unterschätzt, nicht nur was Greta Thunberg anbelangt, sondern generell. Ne? Ihr habt mehr Power, als wir uns das alle erträumen können und die Power müssen wir jetzt in die Lösung reinstecken. Ne? Ja, Sie haben sich natürlich jetzt auch mit Ihrer Agentur in den letzten Jahren ein großes Netzwerk auch an Experten aufgebaut. Würden Sie sagen, das ist eine Sache, die Sie auf jeden Fall weiterführen möchten und auch im größeren Rahmen nochmal durchführen möchten? Oder bleiben Sie jetzt erstmal bei dem Konzept, das Sie jetzt bis jetzt so angewendet haben? Ja, ich bin ja kein Wiederholungstyp und hasse Kopien und natürlich wird weiterentwickelt und ich hoffe, dass was größer im Sinne von Reichweite. Wir wollen natürlich die Botschaft in die Breite treiben. Da brauchen wir natürlich sicher noch ein paar Events mehr, müssen am Format noch ein bisschen schrauben, aber dass wir jetzt hier drauf uns ausruhen, das wäre sowieso verkehrt, weil ausruhen ist sowieso Feierabend, ist auch nicht so mein Naturell. Genau, das stimmt. Also ich muss Ihnen auf jeden Fall ein großes Lob aussprechen für die Organisation und den Ablauf des Ganzen und ich hoffe, dass Sie sowas nochmal in größerem Rahmen durchführen werden. Ich bedanke mich. Ich mich auch. Vielen Dank.